Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Fallout 4. Und wir machen hier gerade die Minuteman Quest, in der wir die Korvega Fertigungsanlage befreien müssen von Raidern. Und mal schauen, wo hier die Raider sind. Es gibt aber auch dann hier noch die Quest Feuerunterstützung. Die hat aber jetzt nichts mit dieser Quest hier zu tun. Das ist nämlich nur eine Nebenquest, die hier in dem Bereich durch diese Militärfrequenz wohl übertragen wurde. Was wir da machen müssen, ist später. Da müssen wir nämlich ins Polizeirevier Cambridge. Da gehen wir aber im Moment nicht hin. Wir machen jetzt hier die Quest für die Minutemen, damit wir dort langsam aber sicher in der Fraktion aufsteigen. Umso höher man in der Fraktion ist, umso mehr Chancen hat man ja, dass man dort irgendwelche besonderen Items bekommt oder dass einem die Begleiter besser gesinnt sind. Und das versuchen wir jetzt hier mal. So, hier sind Raider, da lag eine Granate. Mal gucken, ob ich den hier mit der Schrotflinte erledigt kriege. Jawohl, die Granate hat mich jetzt voll erwischt, aber ich scheine irgendwie ziemlich viel auszuhalten. So, jetzt machen wir den hier noch weg mit meiner Schrotflinte. Die macht, glaube ich, 55 Damage oder so. Geht das schon ganz gut. Habt ihr gesehen, wie viel Leben der Raider da abgezogen bekommt? So, Cotsworth macht den Rest. Der räumt dann noch mit auf. Och, da kommt noch einer. Genau in meine Schussbahn. Sehr schön erwischt hier. Korrekt. Und, jawohl, Cotsworth erledigt auch wieder einen. Und jetzt haben wir noch da ganz oben einen. Okay, mit einer Schrotflinte dürfte das jetzt ein Problem geben. Da muss ich mal eine andere Waffe raussuchen. Hier habe ich welche auf den Favoriten. Mal gucken, ob es hier mitgeht. Das ist diese Laserwaffe, die man so aufladen muss. So, gucken wir mal. In den Kopf. Und treffe ich? Nein, ich treffe nicht. So, dann versuchen wir es mal freihändig, ohne Watz. Nee. Boah, ich bin schon genau im Rücken am Bluten. An der Hüfte, überall. Mein Gott, was sind die mich hier am fertig machen? Ich verstehe gar nicht, warum ich keine Trefferpunkte verliere. Irgendwie scheine ich irgendeinen besonderen Trank genommen zu haben. Irgendwie Resi oder so. Da oben. Jetzt habe ich ihn. Zur Hälfte ist er weg. Ja, vielleicht muss man auch mal da hochgehen, ne, um zu gucken, was da oben so rumliegt. Ist ja eine interessante Treppe da hoch. Aber hier unten sind ja auch noch ein paar. So. Ja, sehr schön. Das hat gut geklappt. Das war jetzt so ein Scharfschützengewehr. Und da soll noch irgendwo ein Abschaum sein. Ich sehe ihn aber im Wetz nicht. Wo ist denn der? Ach, da. Jetzt hat das Wetz ihn gefunden und bam. Beim ersten schon getroffen. Boah. Was kann ich gut mit diesem Scharfschützengewehr schießen? Ich baller die alle so weg. So, und der Raider-Abschaum, der hat jetzt mal überlebt. Der durfte noch ein paar Sekunden länger. So. Und noch ein. Ach, Mist. Mal schauen. Kriegt Cotsworth das hin? Oder ich noch? Ne, Cotsworth will ihn wohl rösten. Ja, aber ist wohl jetzt auch erledigt. Der ist jetzt gerade in die Knie gegangen. Ja, jetzt muss ich wohl alleine kämpfen. Hier ist noch irgendwo einer. Ja, wo sind denn die alle? Irgendwie da oben in dem Übergang. Ah, der ist noch hinter der Säule. So, er war hinter der Säule. Jetzt hat er keinen Kopf mehr, hoffe ich. Und wir haben Lexington entdeckt. Aber da ist noch ein Raider-Abschaum in dieser Brücke drin. Na toll. Ja, der ist natürlich da gut geschützt. Ja, ich glaube, ich gehe mal besser hoch. Lexington ist die Stadt hinter uns. Das ist nicht diese Fabrik hier. Da müssen wir auch noch durch die ganze Stadt. Das machen wir auch demnächst mal. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns hier um die Korvega-Fabrik. Meine Güte, immer mehr Gegner. So, jetzt aber. Jetzt nicht bewegen. Moment. Mund auf. Jawohl, sehr schön. Gute Zähne, die dir jetzt nicht mehr helfen. Okay. Und der nächste. Jawohl. Komm. Nein, daneben. Und ja, sehr schön. Ob im Wetz oder nicht. Ich krieg sie alle platt. So, das da ist Lexington. Mal schauen, ob wir uns das noch genauer anschauen. Das hört hier gar nicht mehr auf. Hier muss irgendwo ein Raider-Nest sein. Boah, zerfleischt, zerfetzt. Meine Güte, war das ein Schlag. Einmal mit der rechten und so, dem in den Rücken. Und da nochmal in den Bauch. Jawohl.
Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Extrem-Damage mache hier. Ich bin gerade mal Level 9 und gehe hier durch, wie als wären die Level 2. Kann das sein? Ist das so eine geringe Quest? Naja, gut, man sieht ja auch nicht die Level von denen. In Skyrim hatte ich das Gefühl, dass die Monster immer mitleveln, egal wo man hingeht. Hier habe ich gerade so das Gefühl, als wäre ich 6 Level höher oder so. Aber gut, vielleicht sieht man ja irgendwann mal die Level, wenn man das skillt. Kotzwirt spricht immer mit. Ich nehme alles mit und werfe gleich alles weg, was ich nicht gebrauchen kann. Aber bevor ich jetzt beim Aufsammeln hier vorsichtig aufpasse, mache ich lieber einmal mein Gepäck leer, mein Inventar leer. Und dann habe ich alles erledigt. Oh, hier ist noch ein Riesenraum. Da ist bestimmt noch was Gutes. Ja, genau. Mad-Ex, Kronkorken. Da ist noch... Jawohl, Sturmfeuerzeuge sind auch wichtig. Mit Zahnrad und sowas alles. Sehr schön. Hier sind echt gute Sachen. Ich glaube, die Ölkanister sind zu schwer. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Das ist also Lexington. Ein komisches Dorf. Bis jetzt auch keine Quest gesehen irgendwo unten. Vielleicht muss ich da irgendwann mal hin. So, auf jeden Fall muss ich jetzt in die Tür da vorne, um diese Fertigungsanlage hier leer zu räumen für diese Minuteman-Quest. Und dann gehen wir doch mal rein, würde ich sagen, oder? Ja, wollen wir sie reinlassen? Genau, gehen wir mal rein. Und da sind wir auch schon. Und da sind wieder Raider. Und bam, ja, sehr schön. Guter Treffer. Das war jetzt nicht so schlecht. Und wo sind denn die anderen? Die anderen sind alle unter uns, wie es aussieht. Ja, kurz wird vielleicht einfach mal Feuer regnen. So muss das sein. Und ich erledige schon wieder den nächsten. Oh, da ist sogar ein Geschützturm. Ja, jetzt habe ich keine Action Points mehr. Jetzt muss ich mal gerade selber schießen. Oh, und keine Munition mehr. Aber ich verliere echt sehr wenig, ne? Kann das sein? Also, so, jetzt ist er weg. Aber die geben ja 12 EP, also so schlecht können die ja eigentlich nicht vom Level sein, weil am Anfang gaben sie alle nur 6. Boah, guckt mal da unten, die roten Punkte auf dem Kompass, das sind 2, 4, 6, 8 mindestens. Na gut, 7. Okay. Ah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Der Holzmischel, der läuft noch da. Gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen? Durchs Gesicht gezogen, dieses... Diese Kreissäge, das ist ein ganz cooler Begleiter. Ich finde den gut. Wenn ihr den ansprecht, dann erzählt er auch Witze. Das macht auch nicht jeder Begleiter. Ach, was erzähle ich hier? Ich muss kämpfen. Ich habe keine Zeit mit euch hier jetzt irgendwelche Storys zu erzählen. Ja, der brennt gut und er liegt gut. Wunderbar. Jetzt haben wir noch 5 Gegner hier. Mindestens. Schauen wir mal, ob sie wieder... Oh, die Granate. Ja gut, voll daneben. Ja, jetzt ist er weg. Sehr schön. Und der da vorne noch. Oh, ob das mal geht hier mit der Säule? Nee, wusste ich doch. Jetzt habe ich übrigens die Armee-Uniform gerade eben mal gewechselt zu Raider-Outfit. Jetzt sehe ich richtig wie ein Raider aus. Richtig fies. Okay, und er visioniert oder ist da jetzt wieder irgendeine Mauer dazwischen oder so? Nee, wieder nicht. Also gehe ich mal hin. Jetzt müsste es aber klappen. Jawohl, da liegt er auch. Es sind immer noch 3. Hier sind 3 Stück. Ne, hier sind nur ein paar Sachen. Aber wo sind die anderen 3? Hier muss noch irgendwo ein anderer Bereich sein. Ich dachte, ich könnte nur hier runter. Müssen wir jetzt gleich uns noch ein bisschen umgucken. Ah, hier habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ja, das ist gut. Da war ein Computer, da hätte ich jetzt auch noch mal gucken können. Wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal alles auf. Und sortiere dann in Ruhe nachher gleich nur die Stahlsachen, den Schrott, den ich nicht brauche und sowas aus. Und natürlich die alte Rüstung, die mich nicht stärker macht. So, und hier ist nochmal ein Rechner. Da geht es gerade um eine Karawane. Das könnt ihr einfach mal mitlesen und Pause drücken, weil ich werde euch das jetzt nicht vorlesen. Das ist ja relativ viel. Also haben sie hier eine Karawane überfallen und hier das Datenbanknetzwerk ist offline. Gut, was das hier zu sagen hat, kann ich euch noch nicht genau sagen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Hier haben wir doch erstmal in diesem Bereich alles leer. Dann bin ich ein bisschen weiter gegangen, habe hier noch so eine Truhe gefunden. So, und in der Truhe, was ist da?
Ja, Patronen, Klebeband. Klebeband ist auch super wichtig für Rüstung und Waffen aufzubauen. Und jetzt gehen wir hier wieder hoch, wo wir eben runtergegangen sind. Und da sind die anderen Raider. So. Und jawoll. Ein Schuss, ein Treffer. So muss das sein. Hier ist ein schöner Scheinwerfer. Und da sind noch ein paar mehr Raider. Und wieder ein Schuss, ein Treffer. Jawoll, auch so. Ich habe nicht gecheatet, also nicht, dass er denkt, ich habe irgendwie hier einen Cheat benutzt oder so. Das ist alles Original Level 9 in der Corvega-Fabrik. Ich habe nur ein bisschen gekocht und meine Siedlung aufgebaut, habe dadurch die Ex gemacht und habe dann diese Quest hier erledigt. Oder mache jetzt gerade diese Quest hier. Also ich habe das Gefühl, ich bin zu stark, aber warum, weiß ich jetzt auch nicht. So, jetzt geht meine Treffer... Gehen meine Treffer Points auch wieder hoch. Da war ich ja doch gerade ein bisschen knapp. Also, ich kann auch Schaden nehmen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Und jetzt gucken wir mal. Da, der nächste liegt wieder. Sehr schön. Und haben wir jetzt alle hier leer. Jetzt müssen wir es doch langsam erledigt haben, alles, oder? Kann doch nicht sein, dass hier noch mehr von den Gegnern rumlaufen. Machen wir mal das Licht an. Was haben wir hier noch? Blech kann man vielleicht verarbeiten, ist aber nicht so wichtig. Da haben wir noch. Oh, das sind noch drei. Sind die da unten? Ich glaube, wir gehen mal hier runter. Aber jetzt spielen wir das Ganze mal ein bisschen ruhiger. Machen nicht mehr ganz so viel Stress. Werfen zwar was weg, damit ich schneller laufen kann, aber. Wir werden jetzt nicht mehr so actionreich hier durch die Gegend laufen. Ich glaube, wir haben ja jetzt um die 30 Raider über den Haufen geschossen. Jetzt müssen wir uns auch mal ein bisschen Luft holen, chillen, schönes Inventar aufräumen, verstärken. Hier gibt es Flansch und Verbindungsstangen. Die geben aber nur Stahl. Ich weiß auch nicht, warum ich die jetzt aufhebe, aber irgendwie... bin ich gerade sammelwütig. Die ganzen Fließbänder liegen von dem Zeug voll. Nehme ich noch ein bisschen Buff-Zeug und damit ich mehr Stärke habe und mehr tragen kann. So, und jetzt werfe ich mal den ganzen alten Lederrüstungskram weg, den ich hier von den Raidern geklaut habe. Da ist nämlich meistens Minus drauf. Ja, okay, vielleicht hier der Blitz 10, aber brauche ich nicht. Gegen Laser brauche ich mich nicht zu verteidigen. Im Moment schießt keiner mit Laser. Also, werfen wir mal hier ein bisschen was weg. Ist immer drei Gewicht. Die Quest, die wir hier gerade machen, heißt also der erste Schritt. Das ist die erste Siedlung, die wir jetzt befreien, die wir jetzt unterstützen, indem wir hier diese Fabrik leer räumen, um damit zu zeigen, dass die Minutemen wieder zurück sind und die Minutemen zu neuer Stärke kommen. Darum machen wir das hier eigentlich alles, ne? Eigentlich sind wir noch keine große Minutemen. Gesellschaft ist ja nur der Kerl, den wir aus Concord gerettet haben, wo wir die Powerrüstung bekommen haben. Dann Mama Murphy, dann noch die zwei anderen und ich, also fünf Leute. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Oh, hier kann man sogar eine Powerrüstung nachher hinstellen. Aber das ist halt alles, was die Minutemen im Moment sind. Aber wir versuchen das halt gerade aufzubauen. Mal schauen, ob es was bringt. Noch bin ich nicht weit genug, um das richtig einzuschätzen. Die hat auch wieder nur Lederrüstung. Ah, hier sind noch Kronkorken, Stimpacks. Oh, Waffen drin. Dann nehme ich da doch noch was mit. Und jetzt gucken wir mal, wo die restlichen Raider sind. Da oben war ich auch noch nicht. Wir suchen ja jetzt hier eigentlich mal einen Boss oder irgendwie sowas. Ne? Wie gesagt, wir sollen das Ding hier befreien. Jetzt habe ich gerade die Karte aktualisiert. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe nicht genau rausgefunden, warum ich jetzt die Karte aktualisiert habe. So, hier ist ein Werkzeugkoffer. Okay, den können wir auch mal entschließen. Nee. Entsichern, wollte ich sagen. Nö. Knacken, genau. Das haben wir jetzt gemacht. Okay, und... wir müssen noch immer hier in der Fabrik... ah, da ist eine Markierung. Uiuiui. Wir haben gerade mal die Hälfte der Fabrik, würde ich sagen. Wir müssen jetzt irgendwie noch da in den schwarzen Bereich kommen. Und der Pfeil da hoch heißt bestimmt nach oben. So, auf jeden Fall habe ich dann nach langem Suchen hier so einen Flur gefunden, wo man lang gehen konnte.
Das war dann im ersten Raum, wo wir die Raider gekillt hatten, war unten noch links eine Tür und da bin ich jetzt lang gegangen. Oh Gott, jetzt gibt's hier noch eine Treppe hoch, Treppe runter. Gehen wir erstmal Treppe hoch. Mal gucken, ob wir den hier finden. Scheiße, den Questpunkt in 17 Meter soll er sein, aber halt weiter oben. Ich bin extra nicht die Treppe runtergegangen, aber ich sehe ihn nicht. Naja gut, jetzt räumen wir hier ein bisschen auf. So, und nein. Er stand fast vor uns. Ah. Okay. Ja, der rote Punkt ist bei uns fast da. Also der Questpunkt muss hier nicht mehr weit weg sein. Bald dürften wir es geschafft haben. Boah, brennt's da. Hat er das gesehen? Da war aber richtig burning hot though. Meine Güte. Und jetzt? Ja. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Ochter mitnehmen, damit wir was zu lesen haben. Whisky. Whisky ist gut. Da kriegt man Stärke mit. Schreibmaschine ist auch sehr gut. In Schreibmaschinen ist auch Kupfer und Klebeband und Zahnräder. Und, naja, auf jeden Fall, Schreibmaschine ist auch wichtig. Und Mikroskop ist wichtig und Kristalle und so. Ja, ich sag das einfach immer mal wieder, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr bauen wollt, dass ihr auch das Richtige mitnimmt, so eine Aluminiumdose oder so, könnt ihr meistens stehen lassen. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im Keller. Jetzt sind wir 27 Meter weg vom Questpunkt. Jetzt sind wir also zu tief, würde ich sagen. Und jetzt ist mein Alkohol leer. Jetzt ist wieder alles zu schwer für mich. Ich bin wieder langsam. Muss mal die nächste Flasche finden. Ich hänge hier so ein bisschen an der Flasche im Moment. Weil ich will ja hier weiter durchkommen. Ja, jetzt Trefferpunkte war ja schon mal gut. Gegrilltes Fleisch ist auch gut. Da ist keine Radioaktivität mehr drauf. Da, Alkohol. Jawohl. Und jetzt bin ich von Alkohol abhängig. Oh mein Gott. Jetzt bin ich ein Säufer. Na super. Ich weiß noch gar nicht, ob es irgendwas gibt, was Alkohol oder Abhängigkeiten wegmacht. So, jetzt noch den. Ja, schön. Oh, da ist noch einer. Komm. Für eine stylische Brille habe. So, nee, Kotzwort hat nicht richtig getroffen. Jetzt habe ich ihn aber. Sehr schön. Jetzt muss man natürlich wieder ein bisschen looten, jedenfalls das, was interessant ist. Der hat jetzt nicht so viel Interessantes dabei. Er hat Kronkorken, ja, nehme ich auch mal die Pistole mit. Wenn da ein Plus dran steht, kann man ja nie wissen. Molotow-Cocktail bringt auch ein bisschen Geld. So, jetzt habe ich wieder aufgeräumt. Da ist die nächste Schreibmaschine. Wie gesagt, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Ich bin langsam voll. Nuka-Cola-Automat. Nichts drin. Okay, da liegt ein Skelett in der Ecke. Da ist noch eine Schreibmaschine. Oh, Schreibmaschinen sind so verführerisch zum Bauen. Wisst ihr, wofür diese Affen sind? Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte oder vierte Affe, den ich treffe. Ich weiß nicht, wofür die gut sein sollen. Aber ich zerstöre sie einfach mal. Das muss sein. Wenn ihr mal rausfindet, wofür diese Affen sind. Oh, Kamera ist auch wichtig. Oh, wäre ich doch nicht so voll. Ach, die nehme ich jetzt mit. Seht ihr? Schon wieder voll. Ich muss mal viel mehr rausschmeißen. So, mit euch war ich jetzt am Klo. Da war doch auch mal schön. Mal was. Abwechslung. Okay, und jetzt. Oh Gott, die Karte wird immer voller. Aber der Punkt ist immer noch woanders. Immer noch südlicher. Und dann habe ich irgendwann einen Aufzug gefunden. Und bin einfach mal mit dem Aufzug nach oben gefahren. Ich hätte auch die Treppe nehmen können. Ach, kennt ihr übrigens den Witz mit dem Aufzug? Ha, ich auch nicht. Ich bin die Treppe gegangen. Okay, der war jetzt flach. Aber immerhin, ne? Also, wenn er irgendwann mal flach einen Witz bringen wollt. Okay, jetzt hier müssen wir ja ans Terminal mal gucken, was das kann. Was kann das? Ach, ja, wieder knacken. Na, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, versuchen wir es mal ohne Terminal hier weiterzukommen. Weil, nee, sieht nicht gut aus. Komm, es waren zwar schon zwei Treffer, aber nee, gesperrt leider nicht. Für mich wie ein entfernter Verwandter. Ja klar, das ist ja auch eine Fabrik, die irgendwas baut. Irgendwelche Roboter oder Autos oder so. Wie ein verwernter Entfernter. Ein entfernter Verwandter. Entschuldigung. So, da hinten müssen wir wohl hin. Da sieht's aus, als wäre da die
Tötet die Raider in Corvega-Fertigungsanlage. Ja, das war's schon. Hier in dem Raum muss ich nur einen killen. Na, das war doch cool. Aber erstens versuchen wir das nochmal hier mit dem Terminal. Und zweitens versuchen wir natürlich da hinten mal zu gucken, was da los ist. Weil da muss doch irgendwas Besonderes sein, wenn ich hier jemanden töten soll. Vielleicht habe ich sofort den richtigen erwischt. Und der Rest ist nur noch Abschaum, aber mal gucken. Oh ja, auf jeden Fall ein paar Geschütztürme. So. Und nochmal. Oh, der hält aber was aus. Jawohl, weg ist er. Ui, da kommt einer sofort um die Ecke. Ich war gerade noch am Nachladen. Komm jetzt hier. Und nein, daneben. Mann, keine AP genug. Oh, da unten ist noch einer. Jetzt muss ich aber doch nochmal hier richtig reinhauen. Okay, der ist auch weg. So, jetzt der da oben. Jawohl, wieder ein Treffer. Aber da sind noch zwei da oben. Hm, mal gucken. Ich habe ein bisschen wenig Trefferpunkte jetzt, bevor ich hier wieder drauf gehe. Das heißt wieder, bevor ich hier das erste Mal drauf gehe. Ich gehe gar nicht drauf, habe ich mir gerade überlegt. Das wäre am sinnvollsten. So, da ist noch ein Geschützturm. Machen wir den auch weg. Nein, meine Munition ist weg von meiner schönen Superwaffe. Na gut, nehme ich die Schrotflinte. Mal gucken, ob es reicht bis da oben. Na komm, kein Wett oder was? Ach, ich nehme das Laserding. So, jetzt. Ja, noch einmal. Schnell mal aus der Schusslinie. Meine Trefferpunkte gehen runter. So, voll aufgeladen und... Jawoll! Weggelasert. Zip. Weg war es. Wunderbar. Und jetzt, wo müssen wir hin? Ich würde sagen, wir können jetzt hier wieder raus. Ich esse jetzt nur noch schnell mal was. Aber mich interessiert schon, was da oben war, wo die ganzen Geschütztürme sind. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, da ist eine Treppe. Dann nehmen wir die doch mal und gucken, ob wir da oben noch was Besonderes finden. Aha, hier geht es nicht weit. Ah, ein Knopf. Ui. Mit einer schicken Brücke hier. Und ein Telefon mit Kupferdraht. Ja, das nehme ich mit. Und bin schon wieder voll. Ich hasse es. Das ist das Blöde. Große Anlagen, durch die man lange durchgehen muss, sind immer schlecht, weil, genau, da ist man immer voll. So, Jared. Ach, da war ein Named. Den habe ich gekillt. Und das hätte ich machen müssen. Gut, jetzt gibt es hier noch eine Nuka-Cola Quantum. Und noch normale Nuka-Cola. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, und... Dann gucken wir mal hier. Ich könnte ja auch mal in Kotzwort was reinpacken. Was haben wir denn da? Verdammt nochmal, ja. Grognack der Barbar. 5% dauerhaft mehr Nahkampfangriffe. Sehr schön. In the bottom of the Corsair Queen. Okay. Ja, das war ein neues Comic. Und hier ist Jared's Terminal. Da erzählt der, was er hier so alles gemacht hat. Das könnt ihr dann selber mal erleben. Und nun geben wir die Quest auch mal ab. Der erste Schritt. Mal schauen, was wir dafür kriegen, ob wir ein neues Level machen. Auf jeden Fall haben wir den Großteil der Corvega-Fabrik aufgeräumt und jetzt gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Hast du die Raider gefunden? Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Super. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Wieder zwei Leute, die uns helfen. Dem nehme ich doch sofort mal die Kronkorken weg und die Tomate hier. Und das bedeutet ja für uns eigentlich, dass Sanctuary jetzt stärker wird. Ich finde gut, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt koche ich was. Nee, doch nicht. Mach ich später. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und dann bis demnächst. Bye, bye.